Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Samstag, ihr seid bei Köppelshöf. Das hier ist unser jämmerlicher Versuch, eine Smoking Lounge Gentleman's Club. Gentleman's Club. Wir haben eigentlich Feuer, wir haben flambierte Kisten, wir haben so einen Holztisch. Pfeife. Zigarre. Wir haben alles dabei. Und warum der ganze Spökenhög? Wegen Frank. Vielen Dank. Es hat uns ein Präsent erreicht von dem lieben Frank von Eric und Frank TV. Also gerne mal vorbeischauen. Die machen so ähnlichen Kram wie wir. Testen also Bier. Unsere größten Fans eigentlich. Ja, Frank ist unser größter Fan, muss man tatsächlich sagen. Also wir haben Frank viel zu verdanken. Noch mehr als unsere Mütter wahrscheinlich. Ja. Noch mehr als unsere Mütter. Die haben uns geboren. Also ja, die müssen Fans sein. Also, uns hat ein Paket erreicht mit diesem Inhalt. Und das ist, glaube ich, der krasseste Inhalt, den man so erwarten kann. Ja. Also keiner von uns hat etwas Ebenbürtiges jemals getrunken. Ich glaube, das können wir mit Fug und Recht behaupten. Aber unsere Gaumen sind bereit. Und da haben wir große Schiss vor. Wir haben eben versucht, so ein bisschen Informationen zu diesem Bier zu sammeln. Und die Verzweiflung macht sich breit, dass wir diesem Bier nicht gerecht werden können. Also der Preis... Abartig. Das ist eine 0,75 Flasche und wir dachten, wir haben es ja gegoogelt, einfach um zu wissen, mit was für ein Bier wir es zu tun haben. Fälschlicherweise sagte er, 20 Euro kostet es. Irgendwas so in die Richtung. Ja. Verlangt er schon? Oder denkt man ja schon, oh krass, also ein Bier, eine Flasche für 20 Euro. Tut das so? Das ist schon viel. Und dann heute haben wir erfahren, dass es eigentlich ein Fuffi. Wir wollten es gar nicht so bedeutend sagen. Aber naja, also da steckt richtig Geld in der Flasche. Du musst es zu dritt auspacken. Ich stoße mit der Faust. Ja, wir fangen auf. Und ich zerschlag die Flasche dabei. Nee, es ist alleine, wie es verpackt ist, ist schon ein Erlebnis. Wir haben hier diesen wunderschönen Schuber. Und dann, ich halte und ihr macht von beiden Seiten auf. Geht's da weiter oder reißt es da auseinander? Tada! Ist das da nicht geil? Ist das schöne Bier. Das Magnus 18 von der Riegle Brauerei. Riegle, wer uns häufiger gesehen hat, weiß, wir sind große Fans der Riegle Brauerei. 18 steht für den Jahrgang, also vom letzten Jahr, 2018. Mal gucken, ob das noch gut ist. Streng limitiert auf 1000 Flaschen. Das hier ist die Flasche 256. ja, es ist ein Bier. Denke ich. Es ist auf jeden Fall ein Bier. Es sieht nicht so aus. Das Besondere daran sind eine geheime Mischung. Geheime Hefen, Wildhefen. Genau, geheime Wildhefen. Ja. Geheime Wildhefen. Nee, ich dachte Spezialhefen. Nein, geheime Wildhefen. Ich möchte es nochmal ganz kurz für die Kamera erklären. Also das Besondere ist eine Mischung aus geheimen Wildhefen und zwei Spezialhefen, genau, obergärige Spezialhefen. Und aber die sind auch geheim. Die für dieses Bier. Und auf Holz gereift. Und es wurde auf Innenholz wahrscheinlich gereift. Ja. In einem Buchenfass, glauben wir. Eichen. Also genau, wir glauben Eichenfass. Wir haben die Zutaten Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hafermalz, Honig, Hopfen, Hefe. Honig, Also wir haben Pilsnermalz, Steffi Münchnermalz, Karamünch, Hafermalz. Auch die Hopfen sind genau aufgeführt. Geil. Ja, 9%. Ein fassgelagertes Bier und es ist die Brandy Edition, also es wurde in einem Brandy-Fass gelagert. Daran ist einfach alles geil. Und was haben wir mal wieder vergessen? Ein Öffner. Ja, schnitt. Ja, wir können in der Zeit weiterreden. Magnus 18, das ist, ohne zu übertreiben, das geilste Bier, das wir jemals getrunken haben. Magnus. Und das können wir sagen, bevor wir überhaupt einen Tropfen davon getrunken haben. Magnus der Große, so heißt das, ne? Genau, weil die Idee so groß ist, war das? Ich denke. Ja, genau. Weil die Umsetzung ist noch viel größer. Vor allem, die haben so eine alte Baileys-Flasche da genommen, die einmal ausgespült. Echt, das ist krass. Also ist halt die Hauptaromen kommen halt von den Baileys. Die haben auch Baileys. Hier so, so ein schöner, Einschenk-Dings hier noch. Ach, extra ein Loch drin. Ja. Guck mal, mein Tisch hat hier auch direkt so eine Mulde, wo das perfekt reinpasst. Da kann es von jetzt an immer stehen bleiben. Und da ist endlich unser Bieröffner. Was sieht denn das geschulte Auge hier? Das geschulte Auge sieht, dass es kein handelsüblicher Kronkorken ist, sondern... 29 mm. Das ist normal nur auf... Sekt. Auf Sektflaschen. Ich meine ja. Und für 50 Euro Biere nimmt man anscheinend lieber ein 29er. Geil. Also ich habe richtig Bock,
Weil eigentlich kann an diesem Bier nichts scheiße sein. Es ist eine geile Brauerei mit einem geilen Konzept. Ich habe geil Fass gelagert. Es ist alt, es ist wenig, es ist alles super. Es ist wenig. Ich hätte kurz sagen, es war drin schon Bananengeschmack und ihr Weizenverachter seid. Hass. Empfohlene Trinktemperatur 16 Grad. Ich halte es noch mal ein kleines bisschen an Kamin. Ja. So, dann machen wir den Humpen hier mal auf. Noch ein Fanfare. Oh. Der ist perfekt. Geil. Der ist gar nicht nur ein Kronkorken drin. Aber als wenn du es vorher gewusst hättest, als dass wir es den brauchen. Wir wussten, wir brauchen heute einen Öffner. Möchte jemand? Na, ich weiß sowas schon immer über. Ja, deswegen wollte ich, dass du es tust. Oh, ich sehe schon in seinem Gesicht. Aber wie geil, der beide sagt. Ich habe eben beim Öffnen habe ich gedacht, so komisches Geräusch. Krass, Alter. Boah, da ist aber Dampf drauf, ey. Oh, ich sehe es schon. Kreuzspritzen. Also streng, ist es so schwer oder versuchst du es so kontrolliert? Kontrolliert. Und es ist ja auch gar nicht so einfach. Jetzt komm. Jo. Jo, danke. Peile. Ich nehme die erste Nase. Alter, das feiere ich schon. Also so ein Konzept habe ich gesehen mit Kronkorken und mit... Ich rieche noch nicht viel. Das erinnert... Ich glaube, ich hatte allererstes erinnert es an allerhöchstens Bodywine, aber ich habe auch nicht viel im Geruch. Doch. Das kommt ein bisschen mehr. Oh, aber riech mal an dem Korken. Das ist schon eher Richtung Bali-Wein. Das riecht ja einfach komplett nach Wein. Das ist Bali-Wein, ja. Ja, das riecht nach Wein. Das finde ich auch. Nimm mal jetzt. Aber es riecht halt auch sehr nach Wein. Jetzt ist ein bisschen mehr geworden. Ich muss das einfach aus dem Glas riechen. Ja, komm. Die Farbe, ich bin jetzt gespannt. Mach mal voll ruhig erstmal. Dann könnt ihr gucken, was wir machen. Boah, Alter. Ist schön trüb. Okay, 7, 8, 9, 12 Euro. Ach, deswegen reichst du das. Ich hänge als erstes. Ah, die Farbe ist ja richtig geil. Alter Schwede, das ist schon. Alter Schwede, ist das. Jetzt so kurz. Ich habe Angst. Da ist absolut nichts. Das riecht aber echt nach Wein. Ja. Das riecht total nach Wein. Oh ja, oh ja. Aber kommt das von dem Bread? Brauchst du ein bisschen. Vielleicht von den Hefen? Ich habe gerade so ein bisschen hier Glühwein-Feeling. Ich habe Angst, das auszuschütteln. Ja. Ein Spritzer sind 50 Cent, oder? Ja. Du hast gerade gekleckert. Ja, Alter, ein Euro hier auf dem Tisch. Ich habe echt am wenigsten. Na egal, die mögen mich am wenigsten. Ich auch nochmal einen Zug von der Pfeife nehmen. Ja. Das war scheiße. Keinerlei Schaum. Sehr trüb, sehr dunkel. Hat was von der Mezzo-Mix. Das wollte ich sagen. Das kommt genauso aus der Mezzo-Mix. Ja. Und mal wieder von einem Purple-Surf. Das kriegen wir. Also für die Farbe kriegen wir schon mal hin. Stimmt. Aber es riecht 1:1 wie Rotwein. Ja. Ich dachte ja, ein Glühwein in die Richtung, weil kein Wein. Nee, Rotwein. Okay. Kein Glühwein. Okay. Auch gar kein Glühwein. Nichts von Glühwein. 1:2 eher wie okay. Die Rotwein. Aber nicht wie Bier auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Riecht überhaupt nicht nach Bier. Von den Prozenten kommt es ja fast hin zu Wein. Auch da weiß man wieder nicht, was für ein Ursprungsbier das war. Ne? Wir haben noch überlegt, das habe ich nämlich eben auch überlegt. Genau. Ob die diese Spezial. Wie hießen die? Meisel and Friends. Diese. Ach, die hatten noch verschiedene. Ja, das, was die auch fast gelagert hatten, da waren wir uns doch eigentlich einigermaßen sicher, dass das derselbe Grundbiertyp ist. Ja, so genau. Das war immer dieses, die haben ja Stefans India Ale und das genau. Jeff's Bock und bla bla bla. Und Bavarian Kram irgendwie auch. Ja, ja, genau. Und dass sie das dann einfach nochmal fast gelagert haben. Nee, hier ist für uns zumindest jetzt nicht erkenntlich, was es ist. Ich glaube, wir müssen es den. Ich möchte auch, wollen wir das jetzt probieren. Wollen wir, also wirklich, wir müssen es feierlich angehen. Diese Rotwein. Gentleman's Club. Gentleman. Krass. Das finde ich. Das war jetzt doch bieriger, als ich dachte beim Trunk irgendwie. Findest du? Ich fand schon. Ich hätte jetzt beim Geruch wirklich nur Wein erwartet und jetzt war es doch bieriger, als ich dachte. Und ich wollte gerade sagen. Deswegen kann ich sagen, es ist nur Wein ist oder was? Ich hätte es eher auf die Weingegend geschoben. Ich auch. Also was ich als allererstes bemerke, ist, dass es total sanft und rund ist. Ja. Also das fühlt sich richtig samtig an, das zu trinken. Ja. Oder? Sanft auch. Sanft ja. Und samt. Nee, ich bleib dabei. Ich finde, das ist dann, also geruchlich, sag ich es wirklich so wie Rotwein, Glühwein, süßlicher. Und dann ist es, trinkst du es doch ein bisschen bieriger, als ich es erwartet auf jeden Fall. Also wenn ich da drinnen was Bieriges finde, dann am Ende. Ja, diese da hast du wahrscheinlich recht. Aber, wenn du dir durchkommt, dann aber wenn du mir das jetzt in der Blindverkostung gegeben hättest, hätte ich nicht gesagt, dass das ein Bier ist. Ja. Die Kohlensäure
Ja, die Kohlensäure lenkt halt davon ab, dass es ein Wein sein muss. Wobei es nicht viel Kohlensäure ist. Nee, aber auch ganz klein. Auch diese bittere von dem. Am Ende diese bittere von dem Bier. Ist nicht diese bittere von einem trockenen Wein oder sonst was. Aber was. Das ist was Portartiges. Jetzt gar nicht vergleichen mit irgendwas anderes. Was schmeckt dir an Aromen? Also, könnt ihr das benennen? Sagen. Also, das, was drauf stand, irgendwie mit Banane. Er stand drauf: Banane, Vanille, Honig. Und Eichenholz. Und Honig da finde ich wieder. Honig. Ja. Und ich hätte am ehesten Holz. Das hatte ich schon mal in einem Video gesagt, also, dass ich glaube, dass dieser Geruch von den Fassgelagern, die wir haben, oder dieser Geschmack, dass ich da immer wieder so eine Parallele feststelle und dass es wahrscheinlich einfach Holzgeschmack ist. Und den habe ich hier auch mit am deutlichsten, finde ich aber total geil. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das so krass wie vollmundig. Das, genau, ja, stimmt. Genau. Das ist so. Und das passt aber auch wieder zu Honig. Aber es ist auf jeden Fall so eine Säure drin, die man auch eher Wein zuordnen würde. Irgendwie schon abgedreht. Ich weiß nicht, ob ich rausgeschmeckt hätte, dass es wirklich so was Teures, Besonderes ist. Also nee, hätte ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall wieder Holz, ja. Komplett Holz, komplex und komplett rund. Mhm. Also das passt super. Das hat Riegler einfach drauf, ne? Solche Sachen zu machen, die... War das letzte, das letzte Fassgelagerte war Maisel & Friends, ne? Nicht Riegler. Das war doch das, was du mitgebracht hast. Dieses ich Wein. Ich verwechsel die beiden gerade. Okay. Die haben immer eine Zahl auch in dem Biernamen drin, oder fast immer. Nö. Nee, das ist Riegele. Die haben immer eine Zahl drin. Die haben dieses 3 plus 2 gehabt. Fuck. Also du hast verwechselt, dass du verwechselt hast. Die Verwechslung. Das ist eine Inception. Ich habe die gerade wirklich für eine Brauerei gehalten eigentlich. Sind sie nicht. Aber es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Okay, Ben, dann unterhalten wir uns mal. Nee, aber geil rund. Diese Süße und am Ende noch diese, ich finde immer noch, ich bleib dabei, diese Bierbittere. Ich bin kalt von. Diese Bierbittere, ja, Bier schmecke ich da recht wenig raus. Also, ich war dabei. Da bin ich jetzt mir auch einigermaßen sicher, dass da nicht viel Bier drin ist. Zumindest für uns nicht. Ja, ja, also das, was? Ist ja, das ist das Geile bei sowas, ist ja eh, wir werden da eh nie aufeinander kommen, weil wir da viel zu wenig Ahnung für haben und weil das auch viel zu gut für uns kompliziert ist. Es könnte die Gefahr bestehen, dass man sich ein Stück weit selbst belügt und ach, das muss so geil sein. Aber ich glaube, ehrlich sagen zu können, ich finde das richtig lecker und richtig geil. Jetzt das Aber, von dem immer behauptet wird, alles davor gesagt, der hat keinen Wert mehr. Wir haben ja auch schon andere recht coole Biere für 18, 20 Euro getrunken, die auch fast gelagert waren, die ich auch immer geil fand. Sind die 30 Euro Unterschied das wert? Kannst du ja nie so richtig... Also am Ende man kann es nicht beurteilen, weil man den Herstellungsprozess nicht kennt. Also wenn man das Geld als Wertschätzung gegenüber dem Brauprozess oder den Brauern und so weiter sieht, das mal aus. Aber jetzt rein vom Geschmack her. Ich wollte gerade sagen, also rein von der Aufmachung her, das kostet ja auch schon mal mehr, wie das da liegt. Ja, ja. Das kostet nun keine 30 Euro, aber rein vom Geschmack her finde ich das aber ich schwer zu rechtfertigen. Aber ich habe nichts, was mich stört an dem Geschmack. Und dann kann ich ja sagen, das ist doch für mich hier perfekt quasi. Und aber es gibt ja auch billigere Biere, wo dich nichts dran stört. Ja, gut. Das heißt, das kann ja auch kein... Nee, gut. Also ich glaube, 50 Euro dafür, so als... Einfach nur, wenn du in den Laden gehst, das ist schon schwer auch zu vermarkten. Die Exklusivität, dadurch, dass es nur 1000 Flaschen gibt, das ist ja eh immer schon mal so ein Argument dafür, dass ein Bier auch teurer werden kann. Aber sonst finde ich es schon schwierig, das zu verlangen. Es schmeckt mir astrein. Ja, es gibt nichts dran auszusetzen. Genau das, aber klar, 50 Euro ist... Und es schmeckt auch geiler als vieles andere. Das ist auch klar. Völlig... man bezahlt, das haben wir auch bei einem der Bockbiere vor einigen Videos mal so formuliert, man bezahlt ja quasi auch das Happening mit. Also dadurch, dass etwas mehr kostet, schätzt man es ja auch eher wert. Das und dadurch setzt man sich ja eher mal mit Freunden zusammen und sagt so, das müssen wir jetzt ganz, das ist das hat 50 Euro gekostet, das wird jetzt nicht gestürzt. Also man setzt sich ja gezwungenermaßen durch den Preis ganz anders mit dem Bier auseinander. Also das bringt ja schon mehr mit sich. Das ist schon unser Ding heute. Wir haben ein neues Setting, wir haben alles anders gemacht. Genau, weil wir wussten, das ist halt ein krasses Bier. Und der ist fast CO2-neutral. Ist sein Geld ganz bestimmt wert. Ob man das jetzt im Geschmack rausfindet, ich kann viele Leute verstehen, die sagen würden, 50 Euro für ein Bier würde ich nie im Leben ausgeben. Idiot, wer das macht. Okay,
Muss auch keiner machen, aber es ist das geil. Ist doch was richtig Geiles für Silvester, Weihnachten und sonst was. Ja. Also so Weihnachten eher noch. Silvester ist ja immer so Partysaufen. Aber ja, seit wann machen wir uns in die Hose vor diesem Video und wir überlegen, ach scheiße, ob wir das hinkriegen, ob wir das rausschmecken. Ja, nee, das kriegen wir nicht. Können wir nicht. Aber hammergeiles Ding. Ja. Absolut. Vielen Dank für dieses schöne Erlebnis. Und einfach die Sache, dass ich das sowas halt von einem... Ja, es ist einfach mal völlig abgedreht, dass Frank sich da hinsetzt. Und der Meinung ist, dass wir das wert sind, uns dieses Bier zu schicken. Er weiß, wir sind es nicht wert. Ja. Genau, ja, genau. Und ich kriege es nicht rausgeschmeckt. Und das ist, glaube ich, das, was er toll findet. Aber vielen Dank, dass du uns das ermöglicht hast. Ich glaube, das wären wir uns selbst nicht wert gewesen. Frank, deswegen umso mehr deine Wertschätzung. Auf Frankie. Auf Frank. Und Erik. Es Frank, ist ja Frank. Von Frank. Erik und Frank TV. So. Frank und Erik TV. Frank, in diesem Sinne, nochmal Prost. Vielen Dank. Prost. Bleibt Frank gewogen. Und wer noch teurere Biere findet, wir könnten sie probieren. Wir sind es dafür nicht zu schade. Wer richtig teure Biere findet, wo ihr euch nicht sicher seid, wie die schmecken, wir machen den Vorkoster. Genau, und haben keine Ahnung, wie man es beschreibt. Überhaupt keine Ahnung. Tschüssen.